Eisen wollte zum Königspalast. Um das zu schaffen, wollte er den Königsschlüssel erschaffen. Man nennt diesen Schlüssel auch Oken. Was der Schlüssel genau ist und was man darüber alles weiß, werde ich euch in diesem Video sagen. Bevor wir aber starten, wenn ihr keine Bleach-Videos verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und lasst auf jeden Fall auch ein Like da. Das war's aber jetzt mit dem dreckigen Standard-Anituber-Gelaber. Ich würde jetzt sagen, fangen wir mit dem Video an. Ай, под бог, який, хайде жену, мен яроб, де зіджемо, бре, голю, нутра, ну. Eisen wollte, wie vorhin gesagt, zum Königspalast. Um das zu schaffen, wollte er das Oken erschaffen. Um das Oken zu erschaffen, braucht man 100.000 Seelen. Und die muss man an einem bestimmten Ort holen. Der Ort wechselt sich immer wieder. Der aktuelle Ort wäre Karakura Town. Das ist die Stadt, in der Ichigo und seine Freunde leben. Die Größe des Radius, wo die Seelen geholt werden müssen, beträgt eine halbe Spiritmeile. Wie man eine Spiritmeile ausrechnet, wurde nie gesagt. Ist, glaube ich, auch besser so, denn wenn ich anfangen würde zu rechnen, würde es so aussehen. Als Yamamoto das erste Mal über das Oken sprach, stellte er es als Schlüssel dar, was aber eigentlich nicht stimmt. Das haben wir im letzten Arc erfahren. Als Ichigo beim Königspalast war, erzählte Ichibe ihm, dass das Oken aus den Knochen und Haaren der Mitglieder der 0. Kompanie besteht. Es ist also kein Schlüssel, sondern es sind Knochen und Haare. Shutara kann Kleidung erstellen, in den Kleidungen sind Haare und Knochen von den Mitgliedern der 0. Kompanie. Durch die Kleider kann man auch zum Königspalast. Übrigens, Ichigo und die anderen hatten diese Kleidung an, dadurch konnten sie dann auch quasi zum Königspalast gehen und wieder rausgehen. Die Soul Society wird durch 72 Barrieren mit dem Königspalast getrennt. Die Kleidung durchbricht sozusagen alle 72 Barrieren. Das zeigt auch, wie krass die Verteidigung dieser Kleidung ist. Wenn man die Barrieren so durchbricht, dann dauert die Wiederherstellung 1 Stunde und 40 Minuten. In dieser Zeit kann jeder zum Königspalast. So ist übrigens auch Yuabach zum Königspalast gegangen. Kommen wir wieder zu Eisen. Eisen würde also kein Schlüssel erschaffen, sondern neues Leben. Denn es besteht aus Knochen und Haaren. Die genauen Informationen über das Oken kennt eigentlich nur der Generalkommandant und logischerweise die Mitglieder der 0. Kompanie und des Soul King. Aber ich glaube, das war klar. Der Generalkommandant gibt die Informationen an den Nachfolger mündlich. Also es wird mündlich weitergegeben. Es gibt deswegen keinerlei Aufzeichnung über die Position des Oken. Die einzigen Aufzeichnungen, die es eben gab, war, wie man das erstellt. So hat auch Eisen herausgefunden, wie man das Oken erstellt und wollte es dann dementsprechend, wie gesagt, erschaffen. Freunde, das waren alle wichtigen Infos zum Oken. Wenn euch dieses kleinere Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Falls ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag mehr solcher Videos. Ich wollte mich zum Schluss bei euch bedanken. Der Support in letzter Zeit ist echt krass. Deswegen Kuss geht raus an euch alle. Ich küsse eure Stirn, ich küsse eure Arme, ich küsse alles von euch, okay? Danke an alle für diesen unfassbaren Support. Teilt weiter die Videos, schreibt weiter in Kommentare, denn so werden wir auch weiter wachsen. Das war's aber jetzt an dieser Stelle von mir. Ich verabschiede mich. Ciao. Verpiss dich!